Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Map Losberg und wir haben noch den Seasons Mod mit am Start. Ich habe hier schon mal so ein bisschen rumgedriven und ja, wenn ihr hier noch ein Map Review dazu sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, die Abstimmung, die ich ja in dem einen Video gemacht habe, also 10 Leute haben meine Frage beantwortet. Fand ich ziemlich nice von euch. Einer hat dagegen gestimmt und 9 Leute waren für ein LS-Projekt. Und ja, deshalb machen wir das jetzt hier auf der Losberg. Als erstes, was wir machen werden, hier erstmal hier in unseren Case reingehen und davor noch hier unsere. Uns gehören 2 Felder hier, ne? Der Seasons Mod beinhaltet, wie gesagt, Jahreszeiten. Erstmal hier alles ausstellen. Düngestufen auf 3 stellen. Pflügen notwendig aus. Pflanzen sterben an. Das bleibt an. Das kann man nicht ausstellen. Ja, Verkehr an. Okay, das ist interessant. Ja. Und da will ich euch gerade direkt nochmal hier mit einer Frage, mit einer Umfrage quälen. Nämlich bezüglich der Folgenlänge. Also die Folge wird jetzt so eine Viertelstunde. Und meine Frage an euch ist, sollen wir die Folgen länger machen? Heißt, wie lange wollt ihr sie haben? Entweder 15 Minuten, 20 Minuten oder sogar 25 Minuten. Ja, stimmt darüber einfach mal ab. Und wir schauen jetzt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen was verkaufen, damit wir uns einen gescheiten Traktor kaufen können. Ja, tun wir Sonneblumen verkaufen, oder? Das wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Dass wir hier schon mal einen gescheiten Bonus haben. Wir können natürlich dann auch hier. Oh Gott. Wo gibt es jetzt eigentlich da am meisten für die Sonnenblume? Hier beim. Sonnenblume hier. Getreidehandel Werner. Setzen wir uns doch mal hier direkt hier. Wo ist er denn? Marker setzen. Ah, da hinten. Und ja. Ich probiere jetzt mal auch hier die Serie ein bisschen reeller zu nutzen. Ein Mod, den ich noch hinzufügen werde. Aber ich glaube, den habe ich noch jetzt gerade im Moment nicht drin. Aber ich habe schon einen Mod-Ordner drin. Der nennt sich Real Crop Destruction. Heißt, wenn man jetzt einfach querfeld einfährt, geht auch das kaputt. Das sollte mich zu meiner Neigung, der manchmal echt ziemlich krass ist, nämlich querfeld einzufahren, davon abhalten, es nochmal zu tun. Okay. Hier kann man abkippen. Hier haben wir auch ganz toll eine Waage, die uns hier auch unser aktuelles Gewicht des Ganzen anzeigt. Ist sehr tolle Map. Ja. Wie gesagt, 2 Abstimmungen. So. Halt, stopp. Bevor ich den Fehler mache, wie in. So. So kann man das jetzt hier aufsperren. Ah. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Sonst, wenn wir das machen, wenn der Bulldog draufsteht, dann. Ja, interessant. What the fuck?
Wir haben jetzt 55.000 Euro. Wir müssen uns einen stärkeren Traktor mit Fronthydraulik holen, weil wir Kühe haben wollen, damit wir ein bisschen konstanten Einnahmen haben. Was ja ganz sinnvoll wäre bei dem sogenannten Seasons Mod. Und das ist die Frage. Wir haben jetzt im Moment haben wir hier diesen Case Dingsbums XL. Ob wir uns dann einen T6 von New Holland holen sollen? Wie viel hat denn der? Der hat jetzt 145, der hat 175 oder einen Valtra. Aber ich glaube, wir nehmen uns jetzt eher erstmal vor, es ist ein T6, den habe ich nämlich bis jetzt noch nicht benutzt. So, was könnten wir denn noch verkaufen, ist die Frage. Ja, wir haben noch 12.000. Oh ja. Dann tun wir hier nochmal hier unseren. Oh Gott. Scheiße. Und da haben wir schon unsere erste Panne. Oh Gott, ihr seht schon hier ein bisschen verplanter Start. Zurücksetzen, ja. Aber wenigstens wurde er zum Hof zurückgesetzt. Und ja, machen wir uns wieder zurück auf den Weg in Richtung. Händler. Und ich muss euch sagen, ich habe hier die beiden Anhänger offscreen angekoppelt. Es hat mich ehrlich gesagt eine ganze Weile gedauert, bis ich die angekoppelt gehabt habe, weil irgendwie hat es nicht funktionieren wollen. Normalerweise ist das eigentlich gar kein Problem bei solchen Anhängern mit Drehscheme. Aber irgendwie waren die ein bisschen bockig. So, einmal hier geschwind rückwärts einparken. Oh. Wenn wir jetzt hier reinfahren würden. Würde. Ja, so in etwa. Das ist jetzt schwierig, Leute. Schwierige Situation. Lassen wir einfach die PS des Traktors spielen. Ich weiß gar nicht irgendwie, wie das überhaupt passieren konnte, dass man da wirklich sich. Also, das müsst ihr euch mal geben, das muss man erstmal schaffen. Sich so ungünstig da drin verkeilen, dass man da nicht mehr wegkommt. Also, ihr seht schon, das schafft nur ich. Also, verkaufen wir jetzt noch Mais an den guten alten Werner. Und ja, wir werden es so machen, wir werden auch die Trailer mitverkaufen. Wenn wir dann die Trailer und alles verkauft haben, werden wir uns dann gescheiten Grubber und eine gescheite Sämaschine holen. Halt mit einer ordentlichen Arbeitsbreite, dass wir da die Get Things Going, man, einfach loslegen können. Ihr seht, wir haben heute Dienstag. Und das ist der einzig gute Tag, wo wir noch aussehen können. Und dann wird es ein paar Tage halt schlechter Wetter. Und da können wir natürlich nicht säen. Moment. Ja. So müsste es passen. Jawohl.
So wollen wir hier abkippen. Oder es ist die Frage, ob wir vielleicht einen Kredit von 30.000 aufnehmen und dann halt dementsprechend, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen zum Händler. Wo ist der Händler? Shop. Also biege ich hier in die falsche Richtung ab. Also muss ich darüber. Habe ich schon verstanden. Oh. Ich und Traktor fahren gerade at the moment not so nice. Aber das ist auch für mich ein persönliches Ziel jetzt hier in dieser Serie, dass ich hier auch ein bisschen mein Können im Traktor fahren verfeiner, vor allem ein bisschen normal fahre, nicht LS Fahrskills, sondern Realität, etwas realitätsnaher fahren kann. So schön brav Blinker setzen. So, jetzt sind wir in Losberg, in der Gemeinde Losberg. Und wie gesagt, die Map hat sehr viele Features. Und da freue ich mich natürlich drauf, die mit euch zu entdecken. Und ich glaube, ja, da müssen wir jetzt davon, ich glaube, abbiegen und dann da hoch die kleine Straße. Jawohl. Das ist doch mal smooth hier. Es freut mich auch mal wieder auf einer Map mit funktionierender PDA zu spielen. Nicht so wie ein Waldsassen-Beta. Hier können wir ja direkt den Blinker drin lassen. So, hier ist. Moment mal. Ah. Oh Gott, Leute. Hier ist der Shop. Ich wäre jetzt gerade hier in die Gärtnerei reingefahren und hier. Mit Blinken. Blinkender Sirene kann man hier reinfahren. Stellen wir die mal hier rein. Weil die Kippe brauchen wir jetzt im Moment wirklich nicht. Und da behalten wir hier lieber den Traktor. Beziehungsweise wir schauen einfach mal. Okay, so viel kriegen wir dann doch nicht mehr für die. So, also. Der kostet 117. Gucken wir mal hier, was es hier gibt. Wenn er den für 127, wie viel PS hat er dann? 163. Frontlader wäre gut. Radsetup, ja, Standard, also 127.000. Plus, wenn wir jetzt uns noch eine Direktsämaschine gönnen würden. Ups. Sämaschine für Direktsaat. Wo haben wir denn die? Ah, hier. So, also
Also, wenn dann schon die Pferde steht, wir haben jetzt im Moment haben wir jetzt hier diese. Nee, haben wir nicht. Wir haben uns gehört gerade diese, die Kverneland. Akkord DL. Garage, wie viel kriegen wir für die? 4000. Na, die werden wir dann auch verkaufen irgendwann mal, aber fürs Erste werden wir uns hier die Rapid A600S zulegen, also brauchen wir 127 plus 52.000. Ja, also müssen wir den Bulldog doch verkaufen. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Aber wir haben ganz schön Money gekriegt dafür. Also jetzt können wir auf. Jetzt kaufen wir uns hier unseren T6. Ja, so. Einmal. Auswahl wird gekauft. So. Und unsere. Wie viel kostet unsere Rapid A600S? 52.000. Jetzt bräuchten wir noch 20.000. Es ist jetzt die Frage, ob wir Kredite aufnehmen können. Ja, wir können. Kaufen wir uns die? So. Wo haben wir denn unser. Also, ja, passt alles. So, hier ist jetzt unser Traktor. Haben wir eigentlich schon einen Frontlader? Haben wir nicht, aber wir haben dafür drei Kärcher. Vielleicht, ja, die müssen wir, je nachdem, wir kaufen uns ja noch einen größeren Pflug. Und ja, soweit. Steigen wir mal hier in den ein. In unseren T6 von New Holland. Und fahren den mal hier raus und darüber. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz nachschauen, ob man denn hier Saatgut und so kaufen kann. Also ich könnte es mir zumindest vorstellen. So ziemlich knapp hier. Das sieht nicht so aus. Nee, m-m. Aber bringen wir die zumindest mal zurück zum Hof. Noch in der Folge. Ich weiß, wir überziehen gerade ein bisschen, aber ist ja nicht so schlimm. Und ja, ich werde es jetzt auch im Anschluss danach noch ein paar Folgen aufnehmen, damit ihr einfach mal. Oh Gott! Ach, Unfall gebaut. Damit wir einfach mal. Ja, chill doch. Wurde all uns angehobt, damit wir einfach mal. Ja. Einfach mal loslegen können. Ja, wir sind von da vorne gekommen. Oder? Ja, doch. Natürlich wäre jetzt auch so ein Lenkrad mal ganz gut, so zum Steuern, aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Es tut mir leid. Sei denn, ihr spendet mir eins. Das ist interessant. Also wir kommen von hier aus nur so rum zum Hof. Okay.
Aui. Schon kaputt. Direkt kaputt. Oh Gott, habe ich. Oh, was habe ich jetzt schon wieder übersehen? So eine Lampe, ne? So, unser Gespann stellen wir jetzt hier einfach mal ab für die Folge. Mit hier einem wunderschönen New Holland T6. Habe ich auf der Autobahn neulich gesehen, aber. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.